Mehrere Autos in Flammen. Ist in Schwerin möglicherweise ein Brandstifter unterwegs? Unser Thema jetzt bei NDR MV Live und damit hallo und willkommen. NDR MV Live. Schon wieder hat ein Carport in Schwerin gebrannt. Es ist das zweite Feuer innerhalb von nur 24 Stunden. Mehrere Fahrzeuge brannten komplett aus. Weitere wurden beschädigt. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Erst gestern früh hatte nicht weit entfernt ebenfalls eine Carportanlage gebrannt. Sachschaden nochmal 100.000 Euro. Ja, und für uns vor Ort ist jetzt unser Reporter Christoph Kümmritz. Christoph, jede Menge Autos in Flammen, in nur 24 Stunden 200.000 Euro Schaden. Das klingt ja, als wäre dort ein Brandstifter unterwegs. Welche Hinweise gibt es denn bislang? Also genaue Hinweise gibt es noch nicht, sagt die Polizei, aber es gibt jetzt eine Ermittlungsgruppe. Die ist nicht erst heute eingerichtet worden, die gibt es schon ja seit dem Sommer, denn es gibt eine merkwürdige ja Brandserie, möchte man fast meinen. Ganz klar ist das noch nicht, ob da einer oder mehrere Leute dahinter stecken. Diese Häufung von den zwei Carportbränden jetzt hier innerhalb von 24 Stunden ist natürlich dann auch sehr, sehr öffentlichkeitswirksam. Aber es werden insgesamt knapp 2 Dutzend Brände irgendwie zusammengezählt, wo mir der Presse Sprecher der Polizei sagte, da ist man dran, da geht es auch um Kellerbrände und um Brände in Treppenhäusern, Brände von Müll, der draußen abgestellt war. 4 Brände in der ehemaligen Parteischule hier in Schwerin, die alle ein bisschen merkwürdig sind. Und da gibt es jetzt eine Ermittlungsgruppe, die all diese Sachen untersucht, auf Hinweise angewiesen ist von Leuten, von Zeugen, von Anwohnern, die sagen, hier war was komisch, hier habe ich was beobachtet. Die Schwerinerinnen und Schweriner sind aufgerufen, sich wirklich an die Polizei zu wenden, wenn sie was bemerkt haben. Die Bilder, die wir ja auch im Hintergrund sehen, sehen ja wirklich übel aus. Sicherlich ein Schock für die Anwohner. Konntest du dann auch mit Anwohnerinnen und Anwohnern sprechen? Was sagen die? Ja, als wir hierher kamen, haben wir Manfred Heinrich getroffen. Ihm gehörte, muss man ja sagen, dieser Toyota, der, oder vielmehr das, was davon übrig geblieben ist, Baujahr 2009. Das heißt, jetzt 14 Jahre alt und der Wert ist natürlich materiell überschaubar. Er hat eine Teilkaskoversicherung, weiß natürlich nicht, was er jetzt von der Versicherung wiederkriegt und ob er sich dafür wieder ein neues Auto kaufen kann. Er ist krank, seine Kinder wohnen in Rostock und in Hamburg. Die muss er damit oder will er damit besuchen. Das geht jetzt nicht mehr und er ist schon sehr, sehr angefasst und versteht nicht, warum jemand so etwas tut. Denn eins scheint relativ sicher, dass es hier einen technischen Defekt gab. Das scheint so gut wie ausgeschlossen. Es scheint sich wirklich um eine Brandstiftung zu handeln. Vielen Dank für diese aktuellen Informationen, Christoph Kümmritz, für uns in Schwerin. Ja, und wir bleiben natürlich für euch an dem Thema dran. Alle aktuellen Informationen wie gewohnt auf ndr.de/mv und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Das war NDR MV Live für den Moment. Tschüss, macht's gut.